Sofort. Husch, 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 husch. Auch wenn alle müde seid. Oh, hast es weg. Die Maus hackt gerade ein bisschen. Wie schaut's aus mit noch einer Hast? Müsste drin sein, ne? Ja, sogar noch zwei. Okay, alle da. Da geht's raus. War das schon ganz raus oder kam da jetzt noch eine Ebene? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Genau, hier waren die Dorfbewohner. Jetzt müssen wir nochmal hoch. Hier war das mit den Käfern und den Trollen und den Priestern unten links. Lasst mich einen Platz zum Lagern finden. Nein, 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 weiterlaufen. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Ich muss da mal wieder eine Nacht durchschlafen. Selbst ich brauche ab und zu mal eine Pause. Selbst du mit deiner nervigen Stimme. Ja, das stimmt. Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Ich brauche. Gewiss. So, jetzt könnt ihr schlafen. Nein, sie reisen jetzt hier drei Tage und dann kampieren sie ganz normal zwischendurch. Das sollte hinhauen. Komm, oh, was ist denn los? Tanzen. Das sind Neo-Uroks. Und die sind hier in der Stadt. Ist etwas nicht in Ordnung? Das heißt, wir sollten möglichst schnell den Dorfbewohnern helfen. So. Alle sind immer noch müde. Das ist jetzt nicht so gut. Kein Feuerball. Schon wieder irgendwas in der Rechnung. Warum läufst du dem hinterher? Ich meine, es ist sehr löblich, dass du bei der Verteidigung deiner Stadt helfen willst, aber ernsthaft, geh weg. Gut. Und die scheinen ja anderweitig zu konzentriert zu sein, die Obox hier. Das muss schneller gehen. Wir wissen nicht, was in der restlichen Stadt los ist. Den angreifen. Den angreifen. Ich werde euch alle töten. Och, Jungens. Ich schlag dich in Stücke. Gott. Was willst du sagen? Danke für eure Hilfe, Fremder. Diese Biester kamen einfach aus dem Nichts. Seht euch vor, von denen laufen hier noch mehr rum. Na gut, dann suchen wir die doch mal. Schneller. Die scheinen sehr zäh zu sein oder zumindest eine sehr gute Rüstung zu tragen, weil es trifft keiner. Könnte aber auch an der Müdigkeit liegen. Wie kann ich helfen? Definitiv an der Müdigkeit. Gut, dass es bei Zaubern nicht so zählt. Es soll geschehen. Gucken wir mal zur Taverne. Ob die da welche rumtreiben. Wobei das eigentlich so ein Ort wäre, wo die Dorfbewohner sich sammeln würden. Also sind ja eh meistens recht viele da drin. Und wenn ein Angriff kommt, könnten sie sich hier gruppieren. Geht klar. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Ich muss mal wieder eine Nacht durchschlafen. Imperium. Selbst ich brauche ab und zu mal eine Pause. Das mit dem besser treffen durch den Zauber wirkt das nicht wirklich viel. Dämonen des Schlafes jagen mich. Ich brauche eine Pause. Hilft nichts. Wir müssen zur Herberge. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt der beste Moment ist zum Rasten. Na, wobei, gucken wir noch kurz hier runter, ob der Druide sich hier ist. Und dann können wir auch einigermaßen sicher sein, dass der Rest der Stadt in Ordnung ist und rasten. Und dann zum Druiden selber gehen. Aber wenigstens die Dorfbewohner, die hier
auf der Straße, in Anführungszeichen, unterwegs sind, dass die keine Gefahr mehr haben. Kein Feuerball. Ja, und dafür kriege ich jetzt keinen Ruf, ne? Aus Versehen im Kampf ein Feuerball auf ein paar Stadtbewohner, schon sind alle grumpig. Und jetzt rette ich zig Stadtbewohner und keiner sagt ein Wort. Ja. So seid ihr also. Einverstanden. Ja. Vorne am Eingangsbereich vielleicht noch. Der Junge ist in Sicherheit. Okay. Nee, das reicht mir jetzt schon. An Überprüfung, ob es auf den Straßen sicher ist. Eine letzte Hast. Und in Windeseile da hoch. Lasst mich einen Platz zum Lagern finden. Das ist da Wenn vorne. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Ich muss mal wieder eine Nacht durchschlafen. Selbst ich brauche ab und zu mal eine Pause. Ich muss mich bald ausruhen. In Ordnung. Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Ich brauche eine Pause. Ihr seid dafür verantwortlich, dass all diese Riesenkreaturen durch Kuldera rennen, nicht wahr? Was für eine Art Unruhe zu stiften. Held. Hey! Wir haben doch damit nichts zu tun. Genau. Ich habe mit diesen Angreifern nichts zu tun, aber ich werde der Sache auf den Grund gehen. Fürs Erste brauche ich mein Zimmer. Genau. Vorwärts! Sofort! Und jetzt sollten wir zurück zum Druiden. Und den Bericht erstatten und den Herzstein ausliefern. Und erst später dann die ganzen anderen Sachen machen. Wir haben ja doch noch einiges an Beute, das verkauft werden sollte. Rainer. Irgendeiner fehlt. Talana trödelt schon wieder. Sylvanus sei Dank, ihr seid zurück. In Kuldera bahnt sich Schlimmes an. Orks schleichen durch die Stadt und bringen die Leute um. Ich muss euch fragen, habt ihr die Quelle des Bösen in Drachenauge gefunden? Vielleicht. Eine merkwürdige Frau namens Xunumai hat eine Armee von Trollen, Ex-Menschen, Yuanti und Unto zusammengestellt. Ich habe sie und viele ihrer Gefolgsleute besiegt. Ausgezeichnet. Danke, dass ihr meinen Erzfeind vernichtet habt. Ich hätte es selbst nicht besser machen können. Ich spüre eure Aura. Warum, wenn du das spürst, warum machst du das? Also Gerugon spürt die Aura des Bösen und sagt, ihr seid nicht Arundel. Wer seid ihr? Ich bin mir sicher, dass Xunomai es euch erklärt hat. Sie und ich waren seit Jahrhunderten verfeindet. Dank euch hat die Fehde nun ein Ende. Arundel haucht über uns sein Leben aus. Jetzt kann ich ohne Angst beginnen, meine Truppen in dieser Welt aufzubauen. Wer seid ihr? Wer ich bin? Ich bin nur ein einfacher Priester, der die Lehre des Leidens unter den Massen verbreitet. Bald werdet ihr alle die Litanei unseres Glaubens kennen. Ihr solltet besser anfangen zu beten. Lebt wohl. Ich schlag dich in Stücke. Es soll geschehen. Und weg ist er. Oben, sagt er, Weiter! Endlich. Ich hatte gefürchtet, ich würde nicht durchhalten. Meine Lebenskraft ist fast am Ende. Und bald werde ich ins Gleichgewicht zurückkehren. Was ist geschehen? Ein Mann. Und auch kein Mann. Er trug meine Haut wie einen Mantel. Mein Gesicht wie eine Maske tauchte hier mitten in der Nacht auf und griff mich an. Selbst die Natur schien vor ihm zurückzuweichen. Ich konnte ihn nicht mal mit der Stärke der großen Eiche aufhalten. Er berührte mich kurz. Seine Hände waren wie Blut und plötzlich spürte ich,
wie mein Blut mich verließ. Halt durch, vielleicht können wir euch immer noch helfen. Nein, nur die Hoffnung, dass ihr zurückkommen würdet, hat mich am Leben erhalten. Ihr müsst den Herzstein zur Elfenfestung der abgetrennten Hand bringen. Zur abgetrennten Hand? Aber warum? Und wo ist das? Die Festung ist das Gefängnis von Larl, einem der letzten Erzmagier der Elfen. Er ist der Einzige, der das Herzsteinjuwel noch beschwören kann, wenn er noch lebt. Und wenn es das Gefängnis ist von ihm, dann sollte man ihn vielleicht nicht unbedingt befreien. Aber gut, Arundel wird schon wissen, was er sagt. Aber die abgetrennte Hand, ich habe noch nie davon gehört. Wo kann ich sie finden? Sie ist im Süden. Die Natur wird euch leiten. Dazu wird meine Macht noch reichen. Aber nun lebt wohl. Dient dem Gleichgewicht. Schützt Kuldahar vor diesem Bösen. Ja, lebt wohl, Arundel. Wir werden euch rächen. Wir haben Arundel in einem Raum im oberen Stockwerk seines Hauses entdeckt, niedergestreckt von einem Mann, der Arundel eigenes Gesicht trug und dessen Hände wie Blut waren. Arundel hatte kaum noch die Kraft, uns zu sagen, dass wir die alte Elfenfestung der abgetrennten Hand suchen sollten und dass sich in der Festung ein Elfenmagier namens Larl aufhalte, die letzte Person, die das Juwel benutzen kann, um die Quelle des Bösen zu finden, das Kuldahar heimsucht. Arundel sagte uns, die Natur würde uns zur abgetrennten Hand leiten und dass wir in der Lage sein sollten, mit Hilfe der Weltkarte zu unserem Ziel zu gelangen. So. Jetzt noch weiter hoch. Ja, jetzt wieder runter. Ja, das wird dann wohl ein Gestaltwandler gewesen sein, oder? Zumindest naheliegend. Und wo genau wäre das jetzt? So, da. Oh, sehr weit unten. Es wird schon fast wieder grün hier. Abgetrennte Hand. Ja, sieht wirklich fast so aus, ne? Aber wir können da jetzt noch nicht hingehen. Wir müssen uns auf jeden Fall erst einmal ordentlich vorbereiten. Das heißt, es wird jetzt mit Hast durch die Stadt gerast, um die ganzen Einkäufe zu erledigen. Das heißt, wenn ihr das nicht schauen möchtet, einfach den Rest dieser Folge überspringen und Anfang der nächsten Folge melde ich mich dann wieder mit hoffentlich allem verkauft und eingekauft und halt bereit zur abgetrennten Hand zu gehen. Ja, wenn man nicht müde ist, trifft es sich gleich viel besser, ne? Also diese letzten Ogre-Haufen werde ich natürlich auch noch alle beseitigen. Aber jetzt einkaufen. Wobei erst einmal aussortieren und noch ein bisschen identifizieren. Hemmler sieht aber noch interessant aus. Totengesicht. Dieser alte Helm waren unter den Reget-Barbaren, die das spätere Eiswindtal besiedelten, weit verbreitet. Die Konstruktion ist relativ simpel. Sie besteht aus einem einfachen Eisenhelm mit aufklappbarem Visier. Wenn die Herstellung des eigentlichen Helms vollendet war, wurde auf das Visier das Bild eines toten Kriegers aufgeprägt. Auf der Stirn wurde zusätzlich der Name des Kriegers und die Todesursache eingraviert. Dann wurde der Helm auf dem Scheiterhaufen des Toten gelegt. Die Priester glaubten, die Maske würde die Furcht der Toten vor dem Leben nach dem Tod verbergen, wenn sie von Tempus gerichtet würden. Die Helme der tapfersten Krieger wurden nach einem Monat von den Priestern in Verwahrung genommen. Die Namen dieser Krieger wurde in den darauffolgenden Jahren in den täglichen Ritualen der Priester lobend erwähnt. Legenden zufolge macht der Helm seinem Träger tatsächlich gegenüber Furcht immun, wenn Tempus den Krieger etwa als tapfer befand. Dieses Exemplar ist mit dem Namen Sieglef und dem Wort Axt versehen.
Ja, Rüstungsbonus ist schon mal gut. Für den Helm haben nicht alle. Schutz zu kritischen Treffern, ja. Immunität gegen Alb, Mantel der Furcht. Aber dafür minus 2 Charisma beim Tragen. Direkt. Was ist das für einer? Kein besonderer. Ja. Kommt der da hoch? Achso, du hast ja schon. Das heißt, der kann einfach weg später. Das Herzsteinjuwel bewahren wir jetzt doch länger auf. Das war ja eigentlich der Plan, das hier einfach bei Arundel abzugeben. Und dann wäre die Sache erledigt. Aber so leicht ist das dann wohl doch nicht. Das hier ist nur für die bösen Menschen. Schauen wir uns die Waffen hier nochmal an. Was haben wir hier? Ein Wurfbeil plus 2 kehrt in die Hand des Werfers zurück. Können wir fast behalten. Das Schwert der Tage. Bei jedem Treffer besteht eine 25% Chance, dass das Ziel verlangsamt wird. Immun gegen Hast und verlangsamt. Nein, 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 nein. Ah, es geht gar nicht. Zweihändige Feueraxt. Ist nur plus 1. Nee, kann auch verkauft werden. Hammerflügel plus 2. Kann aber nicht benutzt werden von unseren Leuten. Steingürtel. Dieser verfluchte Gegenstand wurde von dem verruchten Zauberer Vallom, der aus der Tiefe kam, hergestellt. Vallom heuerte oft einzelne Söldner an, um für ihn nach Komponenten magischer Gegenstände zu suchen. Wenn sich die unglückseligen Dienstboten auf Valloms schwimmendes Laboratorium, den düsteren Renner, begaben, gab er ihnen den Gürtel als Belohnung für ihre Dienste. Sobald das Opfer den Gürtel anlegte, stieß Vallom es vom Boot, wo es schnell den Tod durch Ertrinken fand. Valloms Glückssträhne hatte ein Ende, als er Herod von Procampur ins Meer der gefallenen Sterne stieß. Herod hatte einen Trank des Unterwasseratmens und einen Helm der Unterwasseraktion bei sich, als dies geschah. Ganz zufällig, wie Helden halt Tonnen von Tränken mit sich rumtragen, nicht wahr? Als der gewaltige, von Seetang bedeckte Körper Herods neben Valloms Anlegestelle auftauchte, kam ihm ein ortsansässiger Priester von Tyr zu Hilfe. Als er erkannte, was Vallom getan hatte, versuchte der Priester von Tyr zusammen mit 3 Paladinen Vallom festzusetzen. Vallom tötete 2 der Paladine, starb aber selbst im Kampf. Es wird erzählt, dass der Gürtel später an einem reisenden Sammler verkauft wurde, der sich auf verfluchte Kleidungsstücke spezialisiert hat. Ah, ich kenne da noch 1, 2 andere Gürtel. Ja, wird also einfach nur verkauft, falls irgendein anderer Sammler das gerne hätte. Flammenpfeil. Monster beirufen 4. Unsichtbarer Pirscher. Wie viel Ladung hat das Ding? Ha. Das scheint gar keine Ladung zu haben. Gucken wir mal. Genau, ist doch gleich wesentlich schicker als ein einfacher Holzstab. Vor allem Monster bei 4, super. Das ist eine super Ablenkung. Gut, jetzt aber verkaufen. Es soll geschehen. So, was haben wir dabei, Terek? Also, Langschwerte Verwirrung kommt weg, Streitex kommt weg. Nekromantenrobe, bin ich mir gerade nicht sicher. Lebensdolch. Das kann weg, das kann weg. Das und das kann weg. 10.000 Gold schon. Ja, sehr schön. Da können wir endlich mal ein paar von den Sachen hier einkaufen. Den Gürtel will er nicht haben. So, so. Was ist mit der Nekromantenrobe? Ich muss kurz unterbrechen. Hier, die Nekromantenrobe ist besser als das, was Talana trägt. Kannst du das nicht tragen aus irgendwelchen Gründen? Weil Rüstungsklasse 1. Achso. Magieresistenz 3% und dafür hat die hier Kältebonus 20%. Nee, mach's lieber so. Außerdem ist sie so ein Ticken mehr bekleidet, was bei dem Wetter ja doch ganz praktisch ist. Das da verkaufen. Tränke müssten wir beim Gnomen machen, aber ich denke, damit warte ich einfach.
Oh, Pfeile. Wir brauchen ganz viele neue Pfeile und Kugeln und all sowas. Das ist schon eine richtige Dolchsammlung. Den Heildolch wollte ich auch nicht verkaufen, weil er ja vielleicht noch praktisch sein könnte, wenn sie irgendwann einen epischen Kampf austragen muss, wo sie sich dann selber gegen heilt, um zu überleben. Aber das ist eigentlich eher unwahrscheinlich. Und ich sollte die Sachen einfach loswerden. Gewiss. Also, Wurfball weg. Das Ding. Oh, verlangsamen. Nein, weg. Komm, mein weg. So. $31.000. Wow. Was haben wir denn? Oh, oh. Ich war gerade zu stolz auf die 31.000 Goldmünzen, aber da kommt ja doch noch einiges auf uns zu. Hm? Helm des treuen Verteidigers. Das, ach so, das durfte... Ja. Kein Mensch tragen. Plattenpanzer plus 1. Wäre jetzt ein Rüstungswert besser für Tirik, aber das... ist es nicht wirklich wert. Langschwert, Klinge von Pale. Wir haben jetzt eigentlich inzwischen ganz gute Waffen. Ich muss nicht unbedingt was kaufen. Radieschen. Fähigkeit Armbrüste. Du hast leider keine Armbrüste als Dieb genommen. Du hast Kurzbogen. Schweinsauge. Das ist ein Kurzschwert. Gegen Orks. Schwarze Bogen. Nö, ich denke, ich behalte das Gold jetzt einfach mal. Und stattdessen... Das sind 8 Stacks, ne? Ja. Und statt das Geld sofort auszugeben, behalte ich das erstmal. Wir können ja immer noch später hier zurückkehren, um einkaufen zu gehen. Also wahrscheinlich auch werden. Weil in dem abgetrennten Arm werden wir genauso Beute machen wie überall anders auch. Und das heißt, zwischendurch hierher zurückkehren zum Verkaufen. Also wir haben Kugeln, wir haben Pfeile. Warum stecken die Kugeln da nicht? Ah, okay. Wir haben Kugeln, wir haben Pfeile, wir haben... meisten Sachen identifiziert, wollte ich sagen. Diesen eisenbeschlagenen Stab hat eine besondere militante Gruppe sylvanitischer Druiden geschaffen, um den Zorn der Natur auf all diejenigen zu lenken, die die Wälder verschandeln und dem Druidenorden rein keinen Respekt zollen. Die Sylvaniten haben den Stab oft gegen Priester Malars und anderen Götter der Wut eingesetzt. Flammenschlag, schick. Kann nur verwendet werden von Druiden. Ja, hier. Jetzt kann sie auf Wunsch Flammenschlag aktivieren. Warte. Du? Okay, aber anscheinend nur 10-mal. 10-mal am Tag oder 10-mal insgesamt? Ich warte auf deine Anweisungen. Ihr Stab hat auch 15. Also 15-mal Monster beschwören. So, hier wichtig. Pfeile endlich wieder rein. Gut. Also wir könnten noch ein, zwei Sachen verkaufen, aber momentan denke ich, ich werde die Sachen lieber... in meinen endlosen Beutel tun. Einfach weil es interessante und skurrile Gegenstände dabei sind. So. Und wenn wirklich mal Not am Mann ist, dann können wir die immer noch verkaufen. So. Und dann sind wir jetzt schon fürs Erste vorbereitet, loszuziehen. Weiter! Weiter! Was nicht heißt, dass wir nicht wieder hierher kommen. Aber ich bin neugierig, wie das da so aussieht. Und was mit diesem Magier auf sich hat. Und unterwegs müsst ihr unbedingt immer schlafen. Platz zum Lagern finden. Weil ich würde jetzt ungern nochmal zurückgehen zum, zur Herberge. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Ja, ja. Ich muss mal wieder eine Nacht durchschlafen. Ihr könnt eine Nacht durchmarschieren.